Gegensatz zwischen Gottlosen und Gerechten bezüglich ihres Loses im Jenseits. Die Seelen der Gerechten aber sind in Gottes Hand, und keine Qual berührt sie. Sie scheinen tot zu sein, nach der Meinung der Toren. Ihr Dahingang wird als ein Unglück angesehen, und ihre Trennung von uns als eine Vernichtung. Sie aber sind im Frieden. Denn wenn sie auch nach der Ansicht der Menschen gestraft wurden, so war doch ihre Hoffnung ganz vom Unsterblichkeitsglauben erfüllt. Und nachdem sie eine kurze Leidenszeit überstanden haben, werden sie mit hohem Glück gesegnet werden, denn Gott hat sie nur geprüft und sie seiner würdig erfunden. Wie Gold im Schmelzofen hat er sie erprobt und wie die Gabe eines Ganzopfers sie angenommen. So werden sie denn zur Zeit ihrer Gnadenheimsuchung hell glänzen und wie Funken durch dürres Schilfrohr fahren. Sie werden die Heiden richten und über Völker herrschen, und der Herr wird ihr König sein, ewiglich. Die auf ihn vertraut haben, werden die Wahrheit erkennen, und die treu gewesen sind, werden in Liebe bei ihm verbleiben. Denn Gnade und Erbarmen wird seinen Frommen zuteil und Schutz seinen Auserwählten. Die Gottlosen aber werden ihrer Denkweise gemäß Strafe erleiden. Sie, die den Gerechten verachtet haben und vom Herrn abgefallen sind. Denn wer Weisheit und Zucht missachtet, ist elend. Die Hoffnung solcher Menschen ist eitel, ihr Bemühen erfolglos und ihr ganzes Tun nutzlos. Ihre Weiber sind Törinnen und ihre Kinder böse. Verflucht ihre Nachkommenschaft. Der kinderlose Gerechte und der kinderreiche Gottlose. Glücklich zu preisen ist eine kinderlose Ehefrau, die sich unsträflich erhalten, die kein sündenbeflecktes Lager kennengelernt hat. Sie wird ihren Lohn empfangen bei der Prüfung der Seelen. Glücklich auch der Entmannte, der nichts Gesetzwidriges in seinem Leben verübt und nichts Böses gegen den Herrn ersonnen hat, denn ihm wird ein herrlicher Gnadenlohn für seine Treue verliehen werden und ein herzerfreuender Besitzanteil im Tempel des Herrn. Denn die Frucht edler Bestrebungen ist herrlich und die Wurzel der Weisheit stirbt nicht ab. Aber die Kinder von Ehebrechern gelangen nicht zur Vollendung, und alle, die aus gesetzwidrigem Ehebett hervorgegangen sind, gehen zugrunde. Und sollten sie es auch zu einem längeren Leben bringen, so werden sie doch für nichts geachtet werden, und ihr Alter wird schließlich ungeehrt sein. Sollten sie aber frühzeitig sterben, so haben sie keine Hoffnung und am Tage der Entscheidung keinen Trost, denn das Ende eines gottlosen Geschlechts ist schlimm. Besser ist Kinderlosigkeit im Verein mit Tugend, denn Unsterblichkeit wohnt ihrem Nachruhm bei, weil sie sowohl bei Gott als bei den Menschen bekannt ist. Solange sie da ist, eifert man ihr nach, und ist sie geschwunden, so sehnt man sich nach ihr, und in der Ewigkeit schreitet sie mit dem Kranze auf dem Haupte als Siegerin einher, nachdem sie im Wettkampfe fleckenloser Bestrebungen gesiegt hat. Aber die große Kinderschar der Gottlosen bringt ihnen keinen Gewinn. Aus unechten Schößlingen bestehend, treibt sie keine Wurzel in die Tiefe und fasst keinen festen Stand im Erdgrunde. Denn wenn sie auch eine Zeit lang mit den Zweigen hoch emporschießt, so wird doch das täuschend zum Vorschein gekommene vom Wind hin und her geschüttelt und von der Gewalt der Stürme entwurzelt. Ringsum werden die unterentwickelten Zweige abgebrochen, ihre Früchte bleiben unbrauchbar, ungenießbar und zu nichts tauglich. Denn Kinder,
die aus gesetzwidrigem Beischlaf hervorgegangen sind, legen gegen ihre Eltern das Zeugnis der Schlechtigkeit ab, wenn es zu deren Prüfung kommt. Vergleich zwischen der kurzen und vergänglichen Freude gottloser Weltkinder und der herrlichen und ewigen Freude frommer Gotteskinder. Der frühsterbende Gerechte und der langlebende Gottlose. Der Gerechte dagegen, auch wenn er frühzeitig stirbt, ist in der Ruhe, denn nicht das lang andauernde Alter ist der Ehre wert und wird nicht nach der Zahl der Jahre gemessen. Nein, das wahre graue Haar ist für die Menschen die Einsicht und das wahre Greisenalter ein fleckenloses Leben. Weil er sich Gottes Wohlgefallen erworben hatte, wurde er von ihm geliebt, und weil er inmitten von Sündern lebte, wurde er entrückt. Er wurde entführt, damit nicht die Schlechtigkeit seinen Sinn verdürbe und Arglist seine Seele verführte. Denn das Blendwerk der Schlechtigkeit verdunkelt das Gute, und der Taumel der Sinneslust wandelt auch ein unschuldiges Herz um. Wer in kurzer Zeit zur Vollendung gelangt ist, hat lange Zeiten erfüllt, denn wohlgefällig war seine Seele dem Herrn. Darum eilte sie hinweg aus der Mitte der Bösen. Die Leute sahen es wohl, verstanden es aber nicht und nahmen die Tatsache nicht zu Herzen, dass Gnade und Erbarmen bei seinen Auserwählten ist und Hilfeleistung bei seinen Frommen. Der Gerechte aber, der das Leiden bestanden hat, wird die Verurteilung der noch lebenden Gottlosen herbeiführen und ebenso die früh zur Vollendung gelangte Jugend, die Verurteilung des an Jahren reichen Greisenalters der Ungerechten. Denn sie werden das Ende des Weisen wahrnehmen, doch nicht erkennen, was Gott über ihn beschlossen und warum der Herr ihn in Sicherheit gebracht hat. Sie werden es wahrnehmen, doch es unbeachtet lassen. Sie selbst aber wird der Herr verlachen, und sie werden danach zu einem verachteten Leichnam werden und zum Gegenstand des Spottes unter den Toten ewiglich. Denn er wird sie kopfüber hinabstürzen, während sie lautlos vor Schrecken dastehen und sie von Grund aus erschüttern. Sie werden völlig verwüstet werden und Qualen erleiden, und das Andenken an sie wird erlöschen. Zitternd werden sie herankommen, wenn ihre Sünden zusammengerechnet werden, und ihre Missetaten werden als Ankläger sie unwiderleglich überführen. Die verzweiflungsvolle Lage der Gottlosen im Gericht. Alsdann wird der Gerechte mit voller Zuversicht denen gegenübertreten, die ihn bedrängt und seine Leiden unbeachtet gelassen haben. Wenn sie ihn erblicken, werden sie von schrecklicher Furcht befallen werden und über seine unerwartete Rettung außer sich sein. Reuevoll werden sie zueinander sagen und in ihrer Seelenangst seufzend sprechen: Dieser war es, den wir einst zum Gegenstand des Gelächters und zum Witzwort des Hohns gemacht haben. Wir Toren hielten seine Lebensweise für Wahnsinn und seinen Tod für ehrlos. Wie kommt's denn, dass er nun den Kindern Gottes zugerechnet worden ist und seinen Erbbesitz unter den Heiligen hat? Ja, wir sind abgeirrt vom Wege der Wahrheit. Das Licht der Gerechtigkeit hat uns nicht geleuchtet und die Sonne ist uns nicht aufgegangen. Wir fanden unsere Befriedigung auf den Pfaden der Gesetzwidrigkeit und des Verderbens und durchwanderten unwegsame Wüsten, aber den Weg des Herrn erkannten wir nicht. Was hat uns nun unser Übermut genützt und wozu hat uns der Reichtum mitsamt der eitlen Prahlerei geholfen? Das alles ist verschwunden wie ein Schatten und wie ein flüchtiges Gerücht, wie ein Schiff, das die wogende See durchfährt, von dem man, wenn es vorbeigezogen ist,
keine Spur mehr findet und bei dem die Bahn seines Kiels verschwunden ist. Oder wie von einem Vogel, der durch die Luft fliegt, keine Spur seines Flugs erhalten bleibt. Durch den Flügelschlag wird wohl die leichte Luft in starke Bewegung gesetzt und wird durchzogen, indem die rauschende Kraft der geschwungenen Flügel sie durchschneidet. Aber danach ist keine Spur des Aufflugs mehr sichtbar. Oder wie, wenn ein Pfeil nach dem Ziel abgeschossen wird, die durchschnittene Luft sofort wieder zusammenfließt, so dass man von seiner Flugbahn nichts mehr erkennen kann. So sind auch wir nach der Geburt sogleich wieder gestorben und vermögen kein Zeichen von Tugend aufzuweisen, sondern haben uns in unserem bösen Lebenswandel aufgerieben. Ja, die Hoffnung des Gottlosen gleicht der Spreu, die der Wind entführt, und dem feinen Reif, den der Sturm verweht, dem Rauche, den der Wind auseinandertreibt, und der schnell entschwindenden Erinnerung an einen Gast, der nur einen Tag verweilt hat. Der Lohn der Guten und die Strafe der Bösen. Die Gerechten aber leben in Ewigkeit, sie haben ihren Lohn im Herrn, und die Sorge für sie steht beim Höchsten. Darum werden sie das Reich der Herrlichkeit und die Krone der Schönheit aus der Hand des Herrn empfangen, denn mit seiner Rechten wird er sie beschützen und mit seinem Arme sie beschirmen. Als Rüstung wird er seinen Eifer anlegen und die ganze Schöpfung bewaffnen zur Abwehr der Feinde. Als Harnisch wird er die Gerechtigkeit anziehen und als Helm aufsetzen streng aufrichtiges Gericht. Als unüberwindlichen Schild wird er seine Heiligkeit nehmen und jähen Zorn als Schwert schärfen, und die ganze Welt wird mit ihm den Kampf gegen die Toren führen. Ausfahren werden wohlgezierte Blitzgeschosse und aus den Wolken wie vom wohlgerundeten Bogen auf das Ziel hinfliegen. Und von seiner Schleuder werden grimmerfüllte Hagelsteine geschleudert werden. Die Fluten des Meeres werden gegen sie wüten und Ströme werden ungestüm über ihnen zusammenschlagen. Der Hauch der Allmacht wird sich gegen sie erheben und wie ein Wirbelsturm sie zerstreuen. So wird die Gottlosigkeit die ganze Erde verwüsten und die Übeltat die Throne der Machthaber umstürzen. Sei achtsam! Die Schlange enttarnt ihresgleichen nur, damit sie dein Vertrauen gewinnt. Sie offenbart die Listigkeiten ihrer Artgenossen, um dich zu umgarnen und mit denselben Betrügereien einzuwickeln. Puh, danke für die Rettung. Sei wachsam. Schlangen sind listiger als alle Tiere des Feldes.